Perfect. Fantastic. Very nice. Can I have your names, your first things? Yeah, sure. Maybe a coffee too. Sorry, I'm working. It's not that I'm on holiday. It's just, I guess yours is Nico with a C. With a C, I guess. Yeah. Yes. Well, it's the first time somebody spells that. Herman. With two M? Just one M. Two, like this, yeah? Yeah. And which city are you from? Bogota. Bogota. Mm. It's like the dangerous city in the world, right? No. No. It's beautiful, you should go. Who says Paris is the dangerous city in the world? Really? Yes. Not true. Not true. What part of Germany are you from? Hamburg, in the very north. Yeah. Like, now I'm from here. We're going soon. Yeah, really? Yeah. You should. Good place. Yeah. Are you traveling all Europe? Kind of. Kind of. How long does it take you? 6 months. We're doing exchange. Ah, nice. Yeah. Okay, I can write it down when you can see yourself on TV, if you want. I do want to know that. I can give you a little piece. This one. Sorry, I just came back from vacation. No, honestly, it was a... I didn't expect it. You can write it down. Like, the TV series, like... This is the station, ZDF. Mm-hmm. It's called Europa Plus. Yeah. And it's shown Thursday, 20:45. Okay. You can find it on the web. It's online. Perfect. Awesome. Fantastic. Thank you very much. Take care. Ciao, ciao. Have a good day. Bye. Ich komme vom ZDF und wir machen... Wir reden gerade über Mainz. Wirklich? Ja, weil ich da mal gewohnt habe. Richtig gut. Wir machen so eine kleine Straßenumfrage zu einem bestimmten Thema für eine Sendung, die Europa Plus heißt. Habt ihr Lust mitzumachen? Das geht ganz schnell. Ja. Yeah. Klar. Genau. Ich weiß es nicht. Aber hier ist ja jemand... Was muss man denn machen? Genau, also es geht einfach nur um deine Meinung. Und zwar gibt es seit dem 1. April ein Gesetz, wird seit dem 1. April ein Gesetz geben, mit dem man, wenn man 1 Million Stimmen in ganz Europa sammelt für ein Gesetz, kann man den Gesetzesvorschlag, also ist die Europäische Kommission verpflichtet, den Gesetzesvorschlag einzubringen. Gibt es irgendein Gesetz, das du denkst, dass für junge Menschen in Europa wichtig wäre? Ich weiß nicht, Schutz von Praktikanten, irgendwas, wo du denkst, fände ich wirklich wichtig. Ja, ne? So spontan. Schwierig. So spontan. Ich finde das ganz cool, dass es hier zum Beispiel diesen freien Museumseintritt gibt. Ja, warum ist das super. Ja, sowas finde ich cool. Kannst du das ganz kurz unter 26. In die Kamera sagen? In die Kamera? Ist halt das ZDF. Wird das im Fernsehen ausgestrahlt? Es kommt nur online. Ja, okay. Umso besser, ne? Das sind umso mehr Leute. Nee, das ist ZDF Neo. Neo ist cool. Ja, aber im Moment, das muss ich mir gerade mal überlegen. Genau, nee, kein Stress. Kannst du dir auch überlegen? Und dann die zweite Frage wäre, könntest du vielleicht auch antworten, ob ihr findet, dass man mehr Referenten abhalten müsste, ob es mehr direkte Demokratie in der EU braucht. Ich finde, dass man die Leute fragen sollte. In der EU? Also so, also ja. Oder jetzt in Deutschland? Nee, Deutschland, aber für EU-Fragen. Also geht es um die EU in diesem Beitrag oder was? Genau, das ist halt eine Europa. Aber warum macht das ZDF das in Frankreich? Das ist eine Kooperation. Ach so. Genau. Und du fragst jetzt nur Deutsche? Nee, ich frage alles querbeet, aber ich bin immer ganz froh, wenn ich jemanden finde, der Deutsch spricht, weil die Deutschen da witzigerweise immer besser darauf antworten können als die Franzosen. Die Franzosen sind immer so... Bildung für alle. Ja. Bitte. Magst du vielleicht auf die Gesetzesfrage antworten, eine von euch, auf die Referentenfrage? Würdest du das machen? Anna? Nee. Also, ich kann auch nicht. Nee. Ja, ich würde auf diese andere Frage dort antworten. Ja, super. Moment, was sage ich denn dann? Ja, fangen wir mit der einen Frage mal an. Das kann auch ganz kurz sein. Also die schneiden das nachher. Ist das die Kamera, ne? Ja. Das muss ja ganz schnell übertragen werden, deswegen kann ich nicht so. Und wann wird das übertragen? Wann kann man das sehen? Donnerstagabend. Ah, im Internet? Genau. Und dann, wie lange bleibt das da? Das bleibt da, es geht in die Mediathek.
Ja, also man kann sich noch ein bisschen. Genau. Ja, ja. Das heißt wie? Europa Plus heißt es. Unter ZDF Neo oder wie? Genau, also wenn ihr Europa Plus googelt, kommt ihr da zwangsläufig. Achso. Das ist eine Sendung. Oder? Genau. Ja, also ich bin für mehr an. Nein, ja, Moment, Moment. Oh, warte, ich muss das mit dem. Nein, super, nein, hör jetzt auf. Nein. Hast du das gerade mitgebracht? Leider nicht. Nein, hör auf. Ja, ich mache ja nichts. Das gestellt so langsam nicht. Ja, einfach nur für diese mehr Museumsangebote. Genau. Also du stellst mir jetzt.